Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge des Alex Let's Plays, wo wir letzte Folge ja hier diesen Bereich zu Ende erkundet hatten und uns heute hierhin auf den Weg machen wollten. Wir aber nicht da lang gehen können, weil ja da Gift ist, ne? Also müssen wir hier ein bisschen außenrum laufen. Ich habe da hinten noch eine Spinne gesehen, die wir jetzt wahrscheinlich gleich töten müssen. Da. Und die versuchen wir jetzt erstmal zu erledigen. Während ich ganz kurz erstmal noch meine Tastatur richtig hinlegen muss. So, los geht's. Du bist dran. Okay, jetzt ist eine scheiß Idee, den mit Bogen zu pullen. Okay, passt, alles gut. So. Und jetzt einfach nur, ihr kennt das Spiel. Es ist ein langer Fight gegen so eine blöde Spinne, ne? Aber eigentlich ist sie kein Thema, es dauert nur Zeit. Oder ich bagge kurz an einen Stein und sterbe. Das ist auch möglich. Wollte ich euch mal gezeigt haben. Ne? Nicht, dass es hier heißt, die Spinne ist einfach. Also man muss wirklich, man darf quasi keinen einzigen Hit von dieser Spinne abbekommen. Aber wenn ich mich konzentriere, liegt das im Bereich des Möglichen, von daher alles cool. Wir schaffen die schon. So, einmal ein bisschen Abstand und wieder laufen. Rauf. Und wieder Abstand. Schlecht, schlecht. Ach, Narf. Also, ja. Essen wir noch einmal. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis wir die Spinne geschafft haben. Ich muss halt echt aufpassen, dass ich sie nicht aus Versehen gegen eine Wand drücke, weil das ist so quasi mein Tod, wenn ich sie gegen eine Wand presse. Das, was ich da jetzt gerade mache. Ja, das darf nicht passieren. Okay, passt. Abstand. Abstand, Abstand, Abstand. Passt. Passt nicht. Jetzt passt es wieder. So, einmal heilen. Nehmen wir nochmal die 7. Waffe zücken. Passt. Ich bräuchte definitiv noch mehr Heilung. Das ist jetzt wieder so eine ganz schlechte Situation. Ach Mann. Nervtötende Spinne, ey. Wenn dieser Stein hier nicht wäre, der hier, der so arschgefährlich ist, wäre die Spinne gar nicht so problematisch. Aber durch diesen Stein, also das Tal hier zum Fighten ist eigentlich groß genug. Ich muss einfach nur mal mich ein bisschen besser anstellen. Und vor allen Dingen ruhig bleiben. Kreislaufen, passt, und Damage. Rückwärtsgang. Und Kreislaufen und Damage. Rückwärtsgang. Und Kreislaufen und Damage. Rückwärtsgang. Im Kreislaufen und Damage. Immer das gleiche. So, jetzt ist problematisch. Rückwärtsgang. Passt. Alles gut.
im Kreis laufen und Damage. So, Rückwärtsgang. Knapp. Im Kreis laufen, im Kreis laufen, im Kreis laufen. Damage. Im Kreis laufen sofort. Und Damage. Rückwärtsgang. Im Kreis laufen. Damage. Ihr seht, Konzentration und dann wird das. Rückwärtsgang, im Kreis laufen nebenbei schon, nur noch im Kreis laufen. Und Damage. Also wenn ich mich nur darauf konzentriere, dass ich den Fight ordentlich mache. So, Ende konzentrieren, Rückwärtsgang. Im Kreis laufen. Und Damage. Dann klappt das auch. Ich darf nur nicht anfangen, unkonzentriert zu sein. Nichts leichter als das. Wir haben diese wunderschöne Spinne getötet. So, jetzt muss ich überlegen. Da hinten war ich noch nicht. Ich will aber eh erst in die andere Richtung. Ich möchte jetzt da hoch, da wo die Banditen waren, die ich schon getötet hatte. Und gucken, dort irgendwas Cooles ist. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht vergiftet werde. Genau das. Passt nach hier oben. Und jetzt sind wir auch schon an der Stelle, wo ich eigentlich hin möchte. Und zwar hier war schon die andere Spinne, die wir getötet hatten. Da drüber. Wir waren dort schon. Da waren schon Banditen. Da waren drei Stück auf einmal, die ein bisschen reingefickt hatten. Aber ich habe sie hinbekommen. Und jetzt gehen wir einfach hier weiter und schauen, was hier noch so kommt. Ja, waffenverbesserungstechnisch kommt nichts. XP-technisch glaube ich nicht, dass wir bis zum nächsten Level abkommen. Wenn, dann wäre es eine schöne Hoffnung, aber ich glaube es nicht. Und ja, jetzt geht es hier darum, guten Loot zu finden. Und nach Möglichkeit alles zu töten und nicht zu sterben. Wobei es jetzt auch, aber auch sein kann, dass ich hier reinlaufe und an der ersten Ecke umkippe und feststelle, so, was passt nicht. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe überhaupt. Wir pullen den mal, einen Schleimdrakon. Ich glaube, wir haben schon mal einen probiert. Ich glaube, der war nicht schaffbar. Ja, ihr seht ja schon, was hier ankommt. Also ich würde sagen, also da kam ja jetzt gerade mehr als nur ein was. Der Schleimdrakon alleine ist schon zu heftig. Der Rest, ja, das kann ich knicken. Den da würde ich vielleicht schaffen. Ich habe ihn gepult. Kommst du? Ja, komm. Genau das sollte nicht passieren. Jetzt. Ist auch wieder eine spannende Frage, ob ich den Bühler schaffe. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich. Allerdings seht ihr auch schon wieder, dass der mir ordentlich Damage machen kann, wenn er will. Die Kombo nicht durchbekomme, dann klappt das halt nicht. Das war gerade mal der Wühler. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal hier drüben gucken. Hier unten lang. Vielleicht komme ich hier zumindest noch ein Stückchen nach hinten. Also die zwei da oben kann ich ja noch looten. Das kriege ich ja noch geregelt, ohne dass ich Stress habe. Wenn das auch nicht klappt, dann ist die Ecke halt noch nicht erkundbar. Ich weiß ja, wo ich als nächstes hin will. Von daher bin ich da ganz gechillt. Wir haben ihn schon wieder gepult. Ich könnte jetzt weglaufen, damit er irgendwann resettet.
Frage ist, wie weit ich dafür laufen muss. Jetzt passt. So, dass wir da halt nochmal in die Ecke gucken. Vielleicht ist das ja sicherer. Würde aber tatsächlich erstmal jetzt hier unten in der Mitte durchlaufen. Wie wir hier hochkommen, weiß ich nicht, ob es einen Weg hoch gibt oder ob ich mich da hochfliegen muss. Hochfliegen wäre jetzt nicht das Thema. Aber wir gucken jetzt erstmal hier unten lang. Ich da wieder einen Wühler? Auf jeden Fall sind hier sau viele tote Viecher. Monster meine ich. Macht Schluss. Wir haben noch... Eieiei, das können wir doch, glaube ich, knicken, oder? Noch ein Tagebuch gefunden. Das nicht, aber... Aufnahmeschicht. Alles läuft planmäßig. Heute hatten wir letzte Folge schon. Ich fasse es nicht. Gerade in den Nachrichten. Was soll ich tun? Anweisung von ganz oben. Ah, perfekt, schon abgebrochen. Beziehungsweise ich kann erstmal die Notiz lesen, die wir gefunden haben. Ich hatte doch gesagt, dass wir näher... Also, meine Erlebnis. Ich hatte doch gesagt, dass wir näher an die Küste gehen sollten. Hierher verirrt sich niemand. Wir sollten wirklich weiterziehen. Heute haben sie einen Verurteilten hergebracht. Sein Gewimmer war die ganze Nacht lang zu hören. Am nächsten Morgen war er tot. Ich bin froh, zumindest nicht dieses Schicksal zu teilen. Dieser Ort ist verflucht. Der Tod ist hier überall. Es scheint tief in das Gestein eingezogen zu sein. Der Wind pfeift hier durch die Gänge. Dass man meinen könnte, Geister gingen um. Die Nerven sind angespannt. Jede Kleinigkeit führt zum Streit. Heute wären sich zwei der Männer beinahe an den Kragen gegangen. Von Tag zu Tag werden wir aggressiver. Das liegt an diesen Ruinen. Sie werden es so schnell wie möglich... Ich werde sie hier so schnell wie möglich verduften. Ja. Geschichte sofort abgebrochen. Alles anhalten. Oh Gott, ich muss nach Hause. So, also. Jetzt habe ich zum ersten Mal die Pause-Funktion von OBS benutzt, um zu gucken, ob sie funktioniert. Nein, ich muss so dringend kacken. Also dahin, wir können es gerne einmal pullen. Die Dicken da hinten werden nicht gehen. Der Wühler da vorne denke ich auch schon nicht. Naja, das, wenn da eh beides auf einmal kommt. Du bist ein Wühler, ne? Ja. Der würde, wie gesagt, vielleicht noch gehen. Autsch! Ah, der Dicke nicht. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt? Dann probieren wir es jetzt nach da oben. Und wie gesagt, wenn das halt hier nicht weitergeht, ihr wisst ja, ich habe mein anderes Ziel ja schon gesetzt. Du bist tot. Es ist nicht unbedingt besser hier. So. Komm noch einmal. Erstmal du wenigstens weg. So. Jetzt muss ich hier noch wegkommen. So. Einmal kurz Abstand nehmen. Eieieiei. Heilen wir uns damit? Komm, machen wir es einfach alle. So. Hol es weg. So war der Plan. Eigentlich nicht. Aber so habe ich es jetzt umgesetzt. Die kriegen wir, denke ich, tot. Also die haben ja jetzt nicht so viel Damage gemacht, dass ich gar nicht mehr weiter wusste. Habe ich noch irgendwelches anderes Mampfi, welches ich mir einfach mal rausziehen könnte? Hier, kleine Heilpflanze. Ist die schon zugewiesen? Y. Ist sie nicht. Dann packen wir die mal dahin. Ich meine Essensregeneration ist ja massiv gesteigert, von daher ist das ja alles cool soweit. Dann noch einmal die 7. Ja, alles klar, die kleine Heilpflanze bringt viel so. Und jetzt wieder nach da oben. Und auf geht es, die Verbanden klatschen. Dich hole ich mir. Na klar, ich tank die ganze Kombo.
Okay, das machen wir gleich nochmal neu. So hat das ja gar nichts gebracht. Dich hole ich mir. Okay. Also ich sehe schon, wenn hier einmal diese Angriffsset drin sind, dann kann das auch mal mächtig viel Damage sein, was ich dann tanken muss. Und jetzt noch einmal kommen. So. Naja, gut. So, gute Haltung von Sevennose, ja. Okay, es wird nicht alles angezeigt, ich loote zu viel auf einmal. Das war okay. So, einmal hochheilen hier, drei davon essen. Mal schauen, wie viel hier noch kommen. Oder ob das jetzt hier schon alles war. Wenn ja, dann würde ich hier nämlich einmal einfach ganz gemütlich alles looten. Brauchen wir das? Wir tun es mal nicht herstellen. Noch nicht. Da ist noch eine rostige Axt. Die dürfte auch nicht besser als meine sein. Und selbst wenn, dann kann ich sie nicht tragen. Nein, es ist hier eh eine einhändige Waffe. Passt. So, da drüben war die gefährliche Ecke, wo ich nicht hingehen sollte. Hier unten bin ich noch gespannt, was da ist. Ja gut, okay. Da werden wir nicht hinkommen. Das steht, denke ich, mal fest. Dann gehen wir in das Gebäude da rein. Gucken, was wir da finden. Ich bin wirklich jetzt gleich gespannt, wenn ich mir jetzt gleich die Aufnahme von OBS anschaue. Wie gut die funktioniert hat, bist du schon tot? Ja. Mit der Pause-Funktion. Und ob man davon überhaupt irgendwas mitbekommt, weil wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte ich ja bloß an einer bestimmten Stelle Pause drücken müssen und ihr hättet gar nicht mitbekommen, dass ich Pause gemacht habe. So. Wir looten hier selbstverständlich alles. Jagdbogen. Ich will eigentlich nur erstmal gucken, sind hier noch Gegner? Nö. Gut, dann fangen wir oben an mit Looten, oder? Ja, fangen wir. Hier fangen wir an. Zack, was haben wir hier? Klebeband. Es ist zumindest wertvoll. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu schon Geldprobleme hatte. Keine massiven Geldprobleme. Oh, ein Holzschild. Aber zumindest schon so viele, dass man sagen konnte, ich habe angefangen, alles zu verkaufen, was ich hatte. Was ja dafür gedacht war, aber wenn das eh schon der Fall ist, dann können wir hier ja auch jetzt einfach glattweg alles looten und sind auch ganz glücklich darüber, mal ein paar wertvolle Sachen zu finden. Guter Teller, Krug. Na gut, alle vier Krüge können wir looten. Da ist noch einer. Da wäre jetzt nur die Frage eigentlich, was ich mal angucken wollte, war der Bogen und das Schild. Der Bogen kann von mir nicht getragen werden. Schade, schade. Der hätte aber... hätte auch mehr Schaden. Also würde man überlegen können, ob man es irgendwann skillt. Und das Schild... klar kann ich es anziehen, aber da ich eine Zweihandwaffe habe, macht es keinen Sinn für mich mehr. Da bin ich ja mittlerweile spezialisiert genug in der Skillung. Den Krug noch. Also zumindest lohnt sich das Plündern hier mal. Bin ich ja mittlerweile spezialisiert genug in der Skillung, dass ich sagen würde, ich wechsle nicht mehr auf Zweihand zurück. So, dann auf geht's noch. Halt, stopp, da will ich nochmal gucken, fix. Ist hier noch was? Außer das Bett ist hier nichts. Okay. Dann geht's hier weiter. Ein Heiltrank. Oh, gutes Messer. Klebeband. Also, es ist jetzt nicht super, super worse, was ich hier finde, aber es ist auch nicht abgrundtief scheiße. Hier noch gucken. Da ist noch ein Besen. Ich höre hier die ganze Zeit Viecher. Da bist du. Dich habe ich die ganze Zeit gehört. So, und ihr habt das Handy gehört, das heißt, leider sind die 20 Minuten rum. Das heißt, wir gehen einmal in die nächste Folge, dann werden wir hier weiter erkunden, so viel wie wir noch hinbekommen.
Geld machen und so weiter. Ihr kennt das ganze Spielchen. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß und sage immer zum Schluss: Tschüss mit Öl.